Hey und willkommen zu einer neuen Folge von, jetzt wollte ich gerade Utopas Löffel sagen, ja nee, falsches Spiel, Mass Effect, ich sehe da oben noch Garrus, der ist irgendwie, Garrus, was, wie bist du da hingekommen? Sicherheit hatte ich nie die Gelegenheit, einer Zusammenkunft des Rats beizuwohnen. Moment, ich muss mal ganz kurz, ich weiß nicht, was sie sagen hier, Moment. Er ist Gott. Nicht sehr viele Leute haben freien Zugang zum Turm und noch weniger erhalten die Erlaubnis, den Rat zu treffen. Ja, ich darf alles. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss, aber ich gucke erst mal ins schöne Tagebuch. Darans Schuld habe ich da schon. Mit dem Botschaft. Ach, also da waren wir. Okay, jetzt müssen wir zu Normandy. Medium? In den Bezirken. Zitadelle Sicherheitsdienst. Laden. Andockbucht. D24. Ich weiß nicht, ob das hier auch D24 ist. War zumindest. Also ist zumindest Mass Effect 2 und 3 immer D24. Ich habe mit Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Och was, will Exogeny, Alter. Warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Ja, es ist... Jetzt Fahrstuhlgespräch? Leute? Also, jetzt bitte, hallo? Hatte ich, hast du ein Gespräch? Garrus? Nein? Wann sind wir da? Garrus, wann sind wir da? Sind wir da? Wir sind da? Wir sind da raus. Hallo. Hallo, ich bin's. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Ja. Das perfekte Schiff für einen Inspektor. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ja, das werde ich. Passe gut auf Sie auf, Sir. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ja, ein okay. Inspektor ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Was für Hinweise haben wir? Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Ja, nee. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Ja. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Er will das lange Rohr. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Noch was? Sonst noch was? Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Liara Zoni. Liara Tissoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Ja, ich fange. Ja, dort will jemand. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis Tau Cluster. Erstmal die Arrow. Das ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ja, das kommt passiert. Ich werde tun, was ich kann, um Saren aufzuhalten. Das war nicht gerade die Antwort, die ich erhofft hatte. Ja. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch. Bevor sie ein Spectre wurde. Stell dich mal vor, ich bin immer noch ein Mensch. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Stell dir mal vor, ich bin immer noch ein Mensch. Guck es dir mal an. Nee, ich brauche keine Fragen. Ich will auf mein Schiff. Mein Schiff! Ja. Lass mich rein hier. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Laserschrei. Was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten
nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Ja. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Saren ist irgendwo da draußen. Ja, genau. Und wir werden ihn finden. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. So wie ich das so sehen. Freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Ich will meine Crew nicht anlügen. Das wird keine leichte Mission. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Ja. Unser Feind weiß, dass wir kommen. Wenn wir die Traverse erreichen, werden seine Verbündeten schon auf uns warten. Aber auch wir werden vorbereitet sein. In der Verantwortung. Ja. Die Menschen stehen in der Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker des Ratssektors. Saren muss aufgehalten werden. Und ich verspreche, dass uns das gelingen wird. Ja. Sonst sind wir alle tot, also dann ist es egal. Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Wenn wir versagen, sind wir tot, dann ist es egal. Ich will immer das Schiff drücken zum Laufen, aber es bringt nichts. Hallo. Lass mich durch. Ah ja, die Galaxiekarte. Ich weiß, wie das funktioniert. Aber jetzt hier noch ein bisschen komplizierter als in den neuen Teilen. Wir wollten nach Artemis Tau. Die war. Ich meine, die war hier. Muss ich kurz mein Gedächtnis einschalten? Was nicht vorhanden ist. Wo sie denn genau war? Man musste sie suchen. Das habe ich sie jedes Mal gesucht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht doch irgendwo steht, dann bin ich noch dümmer, aber. Aber wenn ihr dumm seid, hat sie ja schon in der Folge YouTubers Live, die morgen kommt, bestätigt, also. Weiß nicht, wie der Planet hieß. Weiß der das? Nee. War ein roter. Nee, der ist nicht. Cool. Okay, Gas vollkommen. Du bist es auch nicht. Aber erkunden. Gas vollkommen, geil. Helium 3. Ja, du bist es auch nicht. Dafür bist du viel zu hell. Der ist es auch nicht, das auch. Ja, das ist zu gut. Den wir drauf. Insignien wirst beim Scannen bei einer eine verlassene Basis holen. Okay, war vielleicht gar nicht hier. Mask. Oder war Spartra? Ja. Das bist du bestimmt du. Nee, bist du hell. Das ist ein roter Planet. Ja, der ist es bestimmt. Schade. Commander, ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Okay. Sagst du eine Atmosphäre? Ja, wir landen mal. Ich glaube, das ist nicht das, wo Liara ist, aber wir landen mal. Ja, komm runter. Oh nein, dieses Fahrzeug. Notsignal. Trümmer. Anomalie. Okay. Wie? Klatsch. Ah. Das war das, okay. Ich muss mal wieder reinkommen, Alter. Das ist, Alter, dieses Fahrzeug ist so Weltklasse. Da. Hallo? Jemand da?
Automatisches Notsignal, das bist bestimmt du. Dreschhund. Bam. Mann, die Kämpfe sind ja immer so spannend. Stirb! Oder die spawnen einfach. Aber wie kam ich jetzt hier raus? Kuh. Allianzsoldaten. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Ja. Offenbar unterstehen diese Männer Admiral Kahokos Kommando. Hier steht es halt nicht. Was hier passiert ist. Okay. So, ja. Hat dies mit den Reifen? Irgendwie leuchten und links die Reifen rot. Okay. Also unten links in der Lebensleiste. Erstmal Map hier. Hinter mir. Irgendwo da. Okay, ich bin unterwegs. Ich weiß zwar nicht, was hier abgeht, aber ich bin unterwegs. Ist auch jetzt richtig, ne? Ja. Oh, warum hat das Ding kein Nitro? Das ist immer so spannend. Vor allem die Hintergrundgeräusche sind auch echt immer sehr, ja. Mann. Ui, und. Hey. Ja, so, okay. Müssen wir genau in die Richtung. Ungefähr. Ach, da ist der Rand der Map. Okay. Ja, hier ist um die Kurve. Oder man fährt einfach hier drüber. Um es ein bisschen zu beschleunigen. Also ein bisschen. Ein bisschen springen hier, Alter, ist echt sehr spannend. Nehmen wir. Oh Gott, da ist einer aufgetaucht. Reparieren. Ich habe gar nichts gemacht. Hallo? Wie repariert er sich? Lul. Wie habe ich repariert? Hilfe. Dann wollte ich dich angucken. Artefakt Perlen. So. Ja. Okay. Gehen wir jetzt da rein. Und irgendwo hier hinten war da noch was. Genau, da ist ein Trümmer. Müsste da so sein. Ist die Richtung richtig? Ja. Let's go, let's go, let's go. Hui. Hui. Da. Was war das denn gerade? Ich bin auf dem richtigen Weg. Ein bisschen weiter rechts und gut ist. Hui, klatsch. Ah, da vorne, da wird es mir sogar angezeigt. Hier unten? Nee. Da oben irgendwo. Ist hier, wenn ich N drücke? Ach, zurück zur Normandie. Okay, das geht hier. Warum? Hier fliegt eine scheiß Fliege. Hau ab. So. Elektronikfähigkeit zu gering. Scheiße. Habe ich Endpunkte? Nein, schade. Wo ist denn Elektronik? Ich habe gar keine Elektronik. Scheiße. Gut, dann war es das jetzt hier irgendwo. Wir rennen und dann. N, hallo? Ich. N. M. Jetzt geht's.
Los. Okay. Ja, das ist echt ein spannender Planet gewesen. Aber ich glaube, das war hier nicht. Nee, der ist es nicht. Da hinten ist es sowieso nicht, das Duell. Ja, ja, gut. Auszoomen. Jetzt ist es wahrscheinlich der, wo ich vom Anfang an gedacht habe, der ist es nicht. Der ist es dann meistens eigentlich immer, aber. Gut, da ist nichts. Bestimmt dieser Planet hier. Nee, oder auch nicht. Bist du's? Ja, da. Gut. Da landen wir dann aber in der nächsten Folge. Oh, mein Hals ist gerade ziemlich rau. Ich hoffe, das hört man jetzt gerade nicht in meiner Stimme. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da und ja. In der nächsten Folge retten wir dann oder versuchen, Diara zu retten. Vielleicht dauert es auch 2 Folgen, man weiß nie. Ja, gut. Ja, dann bewerten wir jetzt und ciao.